Das ist ein nagelneuer Fahrradweg bei Kirchdorf an der Amper im Landkreis Freising, von Kirchdorf Richtung Burghausen durch das Ampertal. Die Hügel, ja, die gehören dazu. Sie sind Planungsfehler, verschlampert im Landratsamt. Selbst Mountainbiker Wolfgang Lacher weiß nicht so recht, was er dazu sagen soll. Was hast du gedacht, als du hier gefahren bist? Ob das wirklich ein Radweg wird, weil er so wellig ist, ganz einfach. Und die Straße brettelt eben und die Radfahrer müssen jeden Buckel ausfahren. Macht es Spaß? Nee. Das ist eher was für Inlineskater oder so? Ja, eher für ganz grobe Mountainbiker wie im Parkour. Auf und ab geht's für genau 500 Meter. Dann ist der Parcours sowieso schon wieder zu Ende. Also auf zur Erlebnistour nach Kirchdorf im Landkreis Freising. Ihr seid jetzt viel unterwegs, oder? Ja. Und habt ihr so einen irren Weg schon mal gesehen? Nein, das ist schon was Besonderes. Ja, ein genialer Coup oder doch einfach nur versemmelt. Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Schmitz. Er ist Mitglied des Gemeinderates. Hallo, Herr Schmitz. Ja, jetzt ist dieser Radweg in ganz Deutschland bekannt. War das so geplant? Grüß Gott, Frau Blatthill. Ja, geplant war er so nicht. Ja, das ist ein absoluter Planungsfehler vom Landratsamt Freising gewesen. Und man hat es einfach kurzfristig versucht, den Fehler zu korrigieren. Und jetzt schaut er so aus, wie er aussieht. Ja, zumindest macht das ja das Fahrradfahren ein bisschen spannender. Bleibt der Weg jetzt auch so? Laut Landratsamt Freising wird er so bleiben. Wir sind natürlich dran, hier noch vielleicht Korrekturen durchzuführen oder dass das Landratsamt uns hier nochmal eine Korrektur erlaubt. Es ist so, der Planungsfehler wurde ja eingestanden. Das heißt, wir hätten eigentlich Entscheidungsvorschläge bekommen, dass man vielleicht den ersten und den letzten Hügel entfernt oder den Fahrradweg zu einem Wirtschaftsweg absenkt, damit die Huckel auch entfernt werden können. Ja, wir sprechen von einem Planungsfehler. Wie genau kam es denn zu den Hügeln und was verbirgt sich unter den Hügeln? Wird da irgendetwas Wichtiges geschützt oder gab es da einfach eine Misskommunikation? Wie können wir uns das vorstellen? Wir wollen natürlich vermeiden, dass jetzt die Leute zum Graben anfangen. Also das ist natürlich so, dass die Feldeinfahrten, die Felder, die östlich von dem Radweg sind, die landwirtschaftlichen Fahrzeuge einfahren können. Und der Radweg war zuerst eben planiert und dann hat man eben festgestellt, dass die Feldeinfahrten vergessen wurden. Dann hat man hier kurzfristig die Feinplanie geändert und hier fast asphaltiert. Und dann haben wir auch zum ersten Mal dieses Ergebnis gesehen. Nun hat das ganze Jahr 3,3 Millionen Euro gekostet. Wurden diese Steuergelder gut eingesetzt? Also grundsätzlich, das ist ja nicht das Rad, der Fahrradweg, das kleine Stück, was 3,3 Millionen gekostet hat, sondern das ist die ganze Straßensanierung inklusive Brückensanierung über die Amper. Da ist, glaube ich, der kleine Teil der Fahrradweg. Grundsätzlich sind wir unglaublich froh, dass wir diesen Fahrradweg jetzt bekommen haben, dass die Kinder zukünftig sicher von Kirchdorf in die anderen Ortsteile wie Schnoting, Burghausen oder Wippenhausen kommen. Und wieder zurück. Insofern ist für uns das Geld unglaublich sinnvoll investiert worden. Und wir freuen uns, dass wir in Zukunft den Radweg nutzen dürfen, auch wenn er ein paar Buckel mehr oder weniger hat. Herr Schmitz, letzte Frage an Sie. Sind Sie denn die Buckelpiste schon entlang geradelt und wie war's? War das lustig oder hat es Sie genervt? Natürlich haben wir es gleich ausprobiert, auch mit der Familie zusammen. Ich glaube, das ist eher amüsant. Die stören gar nicht, die Buckel. Und vielleicht hat ja jeder ein Lächeln drauf, wenn er in Zukunft in Kirchdorf ankommt.